Schon in der zweiten Minute klingelte es im Kasten von Sven Ulreich. Trocken netzte Dani Alves von PSG ein und brachte die Bayern schon früh aus dem Konzept. Diese, zuerst vor den Kopf gestoßen, rappelten sich jedoch wieder auf und lieferten eine solide Leistung in der ersten Halbzeit. Jedoch wurden die Münchner erneut in der 31. Minute aus dem Spiel gerissen. Diverse Chancen konnten die Roten nicht nutzen. Auch die Einwechslungen von Coman, Rudi und Robben brachten nicht die erwünschte Frische ins Spiel. Der Trainer Ancelotti sagte im Anschluss, die Mannschaft hatte nicht die richtige Balance. Hoffen wir auf die richtige Balance für das Rückspiel in der Allianz Arena.